Vitigliano, Ortsteil von Santa Cesaria Terme, hat tiefe Wurzeln, die 3000 Jahre zurückliegen. Er liegt auf der Straße, die in der Vergangenheit Vaste mit Castro verband und ist als Wegkreuzung betrachtet, die die Länder des Orts zusammenband. Am Anfang des Orts liegt das sogenannte Cisternale, ein in dem Felsen gehauter Tank, der vermutlich zur Eisenzeit zurückgeht. Hier wurde das Wasser der Länder der Umgebung gefasst. Das Symbol der Ortsmitte von Vitigliano ist die Pfarrkirche, im Jahr 1726 errichtet und dem Erzengel Heiligen Michael gewidmet. Nur wenige Dutzend Meter von der Pfarrkirche entsteht die Kapelle Heiliges Rochus, in dem die Statue des Heiligen aufgehalten wird, den man in Vitigliano am 21. und 22. August feiert. Jedes Jahr am 21. Juni wird Heiliger Aloysius von Gonzaga gefeiert. Für den Anlass wird die Statue der Heiligen bei einer feierlichen Prozession getragen und von den Gläubigen mit einigen Dekorationen von Palmblättern. Die von Heiligen Aloysius ist ein wichtiges Fest. Es läutet das Näherrücken des Endes des Frühjahres und den Beginn des Sommers. In der städtischen Architektur der alten Ortsmitte kann man die Fassade Palazzo Sciullo bewundern, ein Beispiel der aristokratischen Architektur des Salentos. Am Eingang befindet sich das kleine, der unbefleckten Empfängnis gewidmete Oratorium, das mit einem kleinen Glockengiebel auf dem Gebäude verziert ist. Palazzo Gergasole ist der Raum, wo sich die Kultur von Santa Cesaria Terme entwickelt. Im Inneren des Adelsgebäudes ist das Museum der Uhren der Türme des Volks ausgerüstet. In seinen Räumen ist es nämlich möglich, die Uhren und die Uhrwerkschalter, die früher auf den Türmen von Santa Cesaria Terme, Vitigliano und Cerfignano standen, bewundern. Darüber hinaus ist es möglich, die interessante Dauerausstellung der alten Fossilien zu besuchen. Eine interessante Sammlung, dank deren man verschiedene Mineralien und Resten Meereslebewesen, die in den salentinischen Felsen gefunden wurden, bewundern kann. In der Nähe des Kreuzwegs entsteht die Kirche der Madonna Dolorosa. Das Gebäude ist der homonymen Bruderschaft von Vitigliano verbunden und ist ganz aus Scarparo und Pietralecchese, typische Bausteine des Salentos, produziert. Man kann sagen, dass Vitigliano das Alt und das Neu gut verbinden kann. Es ist wunderschön, in den kleinen Gassen und auf den Feldwegen der Ortsmitte spazieren zu gehen und die Trockenmauerwerke zu bewundern. Hier hallt die Geschichte des Salentos in seinen Farben und Düften des Landes wieder.